Herzlich willkommen zu NH Tennis bei den UNICEF Open hier in Sertogenbosch. Mein heutiger Gast, Simon Kroll. Schön, dass du da bist, Simon. Hallo. Das Thema heute, Player Secrets, ja, die Geheimnisse der Spieler. Und da werden wir von ihm einiges erfahren, wie es an den Matchtagen speziell abläuft. Simon, erzähl uns doch mal, du stehst morgens an einem Matchtag auf, was passiert dann? Ja gut, aufstehen, Zähne putzen, anziehen erstmal, dann die Tasche packen. Da gibt es eine gewisse Ordnung, was man mitnimmt, wie viel Matchhemden, Matchhosen und noch ein Energieriegel oder solche Sachen werden dann alle eingepackt. Dann geht es zum Frühstück, wird gefrühstückt und je nachdem, wann das Match ist, wenn es ein bisschen früher ist, fährt man dann auf die Anlage und fängt an, sich einzuspielen. Okay, und wenn wir jetzt beim Thema Einspielen sind, was passiert da genau anders an so einem Matchtag, als wenn du sonst an einem Tag trainierst, an dem du kein Match spielst? Ja gut, man wärmt sich da eigentlich nur auf, das heißt, es ist eine halbe Stunde, schlägt man sich ein, probiert seinen Rhythmus zu finden, macht Grundschläge, Volleys, paar Aufschläge und das reicht dann eigentlich auch schon und macht sich dann aber vor dem Match nochmal so 15 Minuten, 20 Minuten gezielt richtig warm, dass man auch richtig auf Temperatur ist, wenn man dann auf den Platz geht. Was genau heißt das für dich? Also wenn jetzt unsere Fans sich fragen, was für Übungen spielst du da am Spieltag? Ein bisschen Vorhand-Cross, Rückhand-Cross oder gibt es da gezielt einen Ablauf, den du immer machst? Ja, also es gibt einen Ablauf, den ich immer mache, aber der ist gar nicht speziell. Also man spielt einfach ganz normal von der Grundlinie Vorhand, Rückhand, bis man da denkt, man hat einen Rhythmus. Dann spielt man ein paar Volleys, ein paar Schmetterbälle und macht ein paar Aufschläge, ein paar Returns und das ist auch schon. Also das ist kein großes Geheimnis am Matchtag. Okay, und danach, was passiert dann? Sprichst du mit dem Coach nochmal schnell die Taktik durch? Isst du noch was? Ja, also wie gesagt, wenn man noch ein bisschen Zeit hat, isst man noch ein bisschen was, spricht natürlich nochmal mit dem Coach die Taktik durch, wie man reingehen will ins Match, was der Gegner vielleicht für Schwächen hat. Und dann begeht man sich in so eine Konzentrationsphase, denke ich, so eine halbe Stunde vor dem Match. Und dann macht man sich nochmal kurz warm, wie ich es gerade schon gesagt habe, und dann geht's los. Okay, dann ist das Match gelaufen. Sieg oder Niederlage? Was passiert bei Sieg? Was passiert bei Niederlage? Gut, bei Sieg freut man sich erstmal riesig und läuft sich noch ein bisschen aus, stretcht sich aus, professionell. Und nach Niederlage ist man so sauer oder enttäuscht. Da sitzt man erstmal nur da, hat keinen Bock auf Auslaufen oder Ausstretchen und duscht sich einfach und geht. Sehr gut, alles klar. Wenn wir nochmal zum Cooldown kommen, genau. Du läufst aus, du stretchst dich. Wie lange dauert es? Was für Übungen machst du da konkret? Auch da mache ich nicht so viel. Entweder auf dem Rad ein bisschen, 10 Minuten noch ausfahren oder lockeres Jogging, 10 Minuten und ganz normales Stretching auf vielleicht 10 Minuten. Und damit hat sich das. Man duscht dann noch, geht dann noch zur Massage und dann regeneriert man einfach für den nächsten Tag. Und dann abends bei Niederlage sofortige Abreise meistens oder bleibst du auch noch mal ein paar Tage auf dem Turnier, trainierst so ein bisschen? Das kommt ganz aufs Turnier an. Wenn ich jetzt mal eine längere Turnierreise habe, zum Beispiel in Südamerika und ich verliere beim ersten Turnier früh, kann ich nicht sagen, jetzt fliege ich heim nach Deutschland, auch wenn ich es gern würde meistens. Aber wenn es jetzt so ist in Europa, dann guckt man schon, dass man vielleicht noch kurz heimkommt, bevor das nächste Turnier losgeht, weil man einfach nicht so viel daheim ist und es dann schön ist, wenn man mal 2-3 Tage daheim ist. Macht dann die Niederlage auch nicht ganz so schmerzhaft, aber meistens bleibt man dann doch noch da. Okay, du hast das Interview geschafft, Simon, aber du weißt, jetzt kommt es noch zu den 10 berüchtigten Fragen, die du innerhalb von 90 Sekunden beantworten muss. Und sonst? Mache ich ein Burpee oder ein pro Sekunde sogar und ich bin ziemlich nervös jetzt. Richtig, zu Recht auch. Kleinen Moment. Bist du also bereit für die 10 Fragen? Bin bereit. Dann wird die Zeit gestoppt und es geht jetzt los. Was war dein erstes Auto? Alter BMW 3er von meinen Eltern. Wie hast du in der Schule gespickt? Gespickt? Meistens gar nicht. Wenn, dann hatte ich unter meinem oder saß auf meinem Spickzettel und habe dann so probiert, da drauf zu gucken. Was hast du so oft gegessen, dass du es nie mehr essen werden kannst? Also ich habe in meinem Leben sehr oft Spaghetti Bolognese gegessen. Ich werde es noch während meiner Karriere oft essen, weil es einfach ein gutes Sportleressen ist, aber dann nie wieder. Bis zu welchem Alter bist du zur Schule gegangen? 18. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie kompliziert bist du? Ja, 8.
wow. 7 mal 8 minus 9. 7 mal 8 minus 9 ist 47. Korrekt. Was ist deine größte Schwäche? Größte Schwäche weiter. Ein Traum, den du dir gerne erfüllen würdest? Vielleicht einen schönen Porsche kaufen. Wie lange hast du es mal ohne Schlaf ausgehalten? 48 Stunden bei der Bundeswehr, gezwungenermaßen. Eine Sache, die die Leute noch nicht über dich wissen. Ich singe sehr schlecht, aber ich singe sehr gern. Aber vielleicht wissen das auch schon manche. Ist es dann auch deine größte Schwäche? Das könnte es sein. Simon, du hast Zeit geschafft. Kein Verbi für dich. Gut. Vielen Dank fürs Interview und viel Glück morgen. Danke. Alles klar. Gut. Also jetzt sehe ich euch so bis hier. Olli, du bist halt viel kleiner, ne? Okay. Ja, dann stell du dich hier hin. Oder wir gehen hier so hin. Dann und ihr stellt jetzt hier. Ja, passt. Okay. Dann doch jetzt. Perfekt. Ja, so ist gut. Jetzt siehst du viel größer. 1,86. Warte mal, ich bin jetzt 85. Ja, du sagst du nur immer. Komm mal her. Komm mal her. Stell dich mal gerade. Und? Ja, du bist schon deutlich kleiner. Okay, eins. Gerade stehen. Super. Jetzt sind wir jetzt einfach gleich los. Machen wir ganz kurz. Nimm mal auf. Ja, wir nehmen gerade die ganze Zeit auf. Okay,